Der Gewinner kommt wieder dann daher und tragt sich selbst als Gewinner ein. Bitte unmittelbar nach dem Spiel, nicht lange warten, sonst verzögert es unnötig. Es geht nur darum, wer gewinnt. Es geht nicht um die Punkte, das ist völlig wurscht. Der erste Spieler nach dem dritten Ball 10 Millionen hat, der zweite Spieler schon 12 Millionen, braucht er den Ball gar nicht mehr spielen. Österreichs größter, Europas größter Fußballsammler? Österreich? Ich denke Österreichs, ja, und Europas einer der großen. Man weiß ja nicht, nach was geht. Bei mir geht es schon lange nur mehr nach Qualität. Nicht mehr noch Quantität. Ja, und ich bin bemüht, dass ich alle Technologiesprünge und alle wichtigen Maschinen habe, von 1930 bis 2011. Was sind wie viele? Derzeit 562. Und wie viele gibt es in dieser Zeit? Ich schätze 4700. Das heißt noch nicht alle. Ja, das ist auch nicht das Ziel, alle. Nicht alle, nur die Technologiesprünge. Und wie viel spielen Sie pro Tag? Wahrscheinlich pro Tag kann man gar nicht sagen, eine Stunde pro Woche. Gut, das heißt, der Schmerz ist jetzt hier besiegt. Ja, das ist fein. Wer hat Geburtstag? Niemand. Du hast wieder Worte. Die ersten drei Plätze statt Pokalen, wenn man sagt, es gibt Torten. Hat mein Papa dabei? Mein Papa. Weiß ich nicht. So, wir beginnen mit Platz 38 im Schnellverfahren. So, auf dem dritten Platz haben wir den Mittelmeier. Herbert. Auf dem zweiten Platz haben wir den Gerd Tschoppelein. Der Winner ist Alexander Mühr aus Hollabrunn. Gratuliere.